Bolivien ist eines der Länder Lateinamerikas mit den höchsten Gewaltraten gegen Frauen. 7 von 10 Frauen erleiden mindestens einmal in ihrem Leben eine Form von Gewalt. Es gilt sogar als jenes Land Südamerikas mit der höchsten Feminizidrate. Ein Feminizid ist ein Mord an einer Frau aus dem einzigen Grund, weil sie eine Frau ist. Dieses Jahr wurden besonders hohe Raten verzeichnet. Bis Mitte August gab es bereits 83 Frauenmorde und es wurden über 18.000 andere Formen von Gewalt gegen Frauen registriert. Die Corona-Krise, welche Bolivien sehr stark getroffen hat, hat die Situation der Gewalt gegen Frauen noch verschlimmert. Denn Gewalt gegen Frauen wird in der großen Mehrheit nicht durch Fremdpersonen, sondern durch das enge Umfeld der Frau ausgeübt, also durch Verwandtschaft oder Partner oder Ex-Partner. Die Frauen sind nun rund um die Uhr mit ihren Aggressoren unter einem Dach und so isoliert, dass es für sie fast unmöglich ist, sich an eine Freundin oder an die Polizei zu wenden. Die Situation in Bolivien ist besonders kritisch, da die Maßnahmen gegen das Coronavirus wie die Quarantäne und die Reduktion des öffentlichen Sektors besonders hart sind, härter sind als in anderen Ländern wie zum Beispiel der Schweiz. Anlaufstellen für Gewaltopfer wie die Polizei oder andere Institutionen funktionieren im Moment kaum noch. Für die Partnerorganisation von Comundo, Católicas por el Derecho a Decidir, welche ich im Bereich der Kommunikationsarbeit unterstütze, ist die Thematik der Gewalt gegen Frauen, insbesondere der sexualisierten Gewalt, ein wichtiger Teil ihrer Arbeit. Im Moment sind wir insbesondere daran, diverse Untersuchungen und Kommunikationskampagnen zur Thematik zu erstellen, um auf die kritische Situation in Bolivien hinzuweisen. Denn die sanitäre Krise, welche in Bolivien immer noch sehr stark zu spüren ist, hat die Problematik der Gewalt gegen Frauen nicht nur verstärkt, sondern auch invisibilisiert.